Hallo, liebe Deutschlerner! Ich habe einen ruhigen Ort gefunden. Yay! Das heißt, ich kann jetzt auch wieder mehr Videos machen, ohne zu befürchten, dass irgendwo ganz laute Hintergrundgeräusche sind. Ja? Das letzte Mal habe ich im Wald aufgenommen, auf einem Berg. Und das war ein sehr schöner Hintergrund, aber man hat immer dieses Geräusch gehört im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, ich selber weiß gar nicht, was das war. Das war irgendein Tier, was dieses Geräusch gemacht hat. Ja, so vielleicht eine Natter oder vielleicht Grillen. Ich weiß es nicht. Ja, irgendein Insekt. Ja, oder vielleicht sogar Schlangen. Ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall ist dieser Raum hier sehr, sehr ruhig. Es ist echt der ruhigste Ort, den ich bis jetzt gefunden habe in Asien. Und das ist ein Konferenzzimmer. Ja, ich habe es extra nachgeschaut. Konferenzzimmer, ja, also Meeting Room. Wir sagen im Deutschen auch manchmal, ah, ich gehe auf ein Meeting. Ja, aber im Grunde genommen, also eigentlich müsste man sagen Konferenz, ja, oder Sitzung. Ja, für Meeting, das sind die deutschen Wörter dafür. Also ich bin hier in einem Sitzungsraum, einem Konferenzraum. Für die Leute, die gerne auch ein bisschen Business-Deutsch lernen wollen, ja, und das ist wieder ein eingedeutschtes englisches Wort, ja, Business, ja, ist natürlich Geschäft, ja, und genau, der Punkt ist, ich bin in einem ruhigen Raum. Und hier habe ich auch schon ein paar Videos aufgenommen und das war so, ich habe ein bisschen Feedback bekommen, ja, von mehreren Leuten, also zwei Leute haben mir im Besonderen geschrieben und ich habe mitgekriegt, dass ich, wie soll ich das sagen, dass ich bestimmte Dinge nicht gut kommuniziert habe. Und deswegen hatte ich diese Eingebung. Ja, auf einmal hatte ich richtig viel Kreativität. Mir sind sehr viele Ideen gekommen und ich habe sie alle aufgeschrieben. Und dann habe ich Videos darüber gemacht. Die habe ich jetzt schon alle aufgenommen in diesem Raum. Ja, also in diesem Raum habe ich ein paar Videos aufgenommen und ich bin jetzt dabei, die alle gut zu bearbeiten. Ja, mit Untertiteln und allem, ja, damit ihr mich auch gut versteht. Habe ich jetzt eine neue Serie über meine Kernprinzipien. Ja? Wofür steht Authentic German Learning? Ja, und auch ein paar Dinge, die ich gerne klären möchte, sodass sie klar sind zwischen uns. Denn ich möchte auch immer eine gute Kommunikation haben mit euch. Ja? Eine gute Kommunikation mit meinen Zuschauern, mit meinen Lesern und ja, ihr seid mir total wichtig und es ist auch wichtig, dass ihr, mir ist es wichtig, dass ihr wisst, ja, wer ich bin, was ich mache und all sowas, was meine Geschichte ist, wofür ich stehe und so weiter, was überhaupt das Ziel ist von Authentic German Learning, ja, was ich hier erreichen möchte, beziehungsweise was ich mit dir zusammen erreichen möchte, ja, denn es ist, meiner Meinung nach ist es ein gemeinsames Projekt. Ja? Das ist nicht nur ich, sondern ich brauche auch dich. Ja? Ich brauche deine Unterstützung, ich brauche dein Engagement. Ja? Also, wenn ich das nur alles machen würde, alleine, wenn ich einfach nur diese Videos machen würde und ich würde nie irgendeine Reaktion bekommen, dann würde ich das wahrscheinlich gar nicht machen. Ja? Deshalb ist es ein Projekt, was wir gemeinsam erschaffen. Ja, ein Projekt, was wir gemeinsam schaffen, ein Projekt, was wir gemeinsam vorantreiben. Lange Rede, kurzer Sinn. Sei gespannt. Es folgen ein paar sehr, sehr, sehr gute Videos in den nächsten Wochen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, die alle zu kreieren. Aber ja, ich bin immer noch da. Ich bin immer noch jeden Tag am Arbeiten. Ich investiere immer noch sehr, sehr, sehr viel Zeit in dieses Projekt, jetzt sogar mehr als je.
Und ich wünsche dir viel Spaß auch in Zukunft. Weiterhin viel Erfolg. Und das war's. Bis dann. Tschüss.